Aber diese Lichter, die erinnern mich auch an meine erste Fahrt über deutsch-polnische Grenze. Ne? Da bin ich gefahren auch, da kam so von vorne Licht, ne? Von hinten Licht, oben Blaulicht. Ne? Und dann so eine freundliche deutsche Bullenstimme. Ne? Fahren Sie mal rechts an. Ne? Und der hatte, glaube ich, gute Laune. Und da bin ich links gefahren, rechts, links, zurück in Graben. Und dann habe ich auf Raststätte gewartet und die deutsche Polizei, die hat ja Mittagspause, sehr lange, und von 0 bis 24 Uhr, glaube ich. Und, aber ich habe auf den gewartet, ne? Und der kam dann zu mir an Auto, Raststätte, und hat gesagt, Führerschein und Fahrzeugschein weiter. Ne? Und der sah so aus, wirklich, wo ich dachte, Rittersport. Und also wenn der jemand verfolgen soll. Und ich habe meinen Führerschein und so habe ich ihm gegeben und meinen Ausweis, weil ich habe nichts zu befürchten, ne? Nein, weil auf meinem Ausweis steht drauf Peter Müller. Und das war toll, das war Zufall, wirklich in Polen. Ich kenne viele Leute und da war so ein Wohnwagen, nicht auf dieser Raststätte, mit einem blinkenden Herz. Und da war meine Cousine. Ja, und sie hatte gerade Happy Hour.